Ist das jetzt die Suite? Panther aus Queen? Okay. Alter, was für ein Riesending. Nee, schon nicht ganz. Oh. I trust everything is to your liking. A definite improvement. Hardly the Burj Al Arab. Let's take a closer look. There will always be masters in service. Was, wie labert denn der? Was ist denn das von Vollspacko? Ja, Service Leute und herzlich willkommen bei Hitman. Wir gucken uns jetzt das Penthouse an. Voll geil, Alter. Ja, wir müssen nur aufpassen. Na, die eine Dame war natürlich ein bisschen... A smear. Dein Ernst? Take care of it, please. So sloppy. Wirklich, dein Ernst? Ich schmier dir auch gleich eine. Soll ich das jetzt hier machen? Ein bisschen wegwischen? Okay, eigentlich ist es ja eher untertauchen. Mhm. Everything seems to be in order here. Okay. So, den Wischmopp, den räume ich natürlich nachher weg. Ganz sicher nicht. Schiebe ich dir vielleicht nachher in den Arsch, wenn du tot bist. So, hier könnte man ja sicherlich was vergiften. War ja klar. Aber wir haben kein Rattengift. Gibt es wohl irgendwo unten irgendwie vielleicht so ein Vorratslager oder so, wo das gebunkert ist? Ja, alles okay oder soll ich hier auch noch was wischen? Mhm. Covered in dust. I dare say this so-called cleaning was rather superficial, wasn't it? Ja, wir haben leider gerade einen neuen Angestellten. Rectify. Der ist noch nicht ganz so sauber, wie wir das wollen. Der ist unsere Standards nicht gewohnt. So, nun. Oh, die Dosen! Oh, die Dosen! I can make your life a living courtroom hell. Schon aufgeräumt. Dr. Pop anstatt Dr. Pepper, oder wie? Soll ich noch saugen? Oh, jetzt geht hier raus. Oh, der Wachmann, der geht... gar nicht mit. Alter. Geiler Whirlpool. Oh, hallo! Privatsphäre. Oh, sorry. Excellently done, 47. Let's make Morgan feel right at home. So, alles fertig. Soll ich die Badewanne einlassen? Dann kann ich dich drin tunken. Scene of the crime. Was für ein... Ertränken. Let's take a closer look, shall we? Komm, geh weg, 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 weg. Tears. Und tschüss, da geh ich mir auf den Sack. Hoffentlich hat da einer noch reingekackt. Sehr schön. Target down. Now on to Jordan Cross. Okay, einen Moment. Da drüben kann man verstecken. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass der blöde Wachmann währenddessen reinkommt. Hopp, 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 hopp. Schnell, schnell, schnell. Okay. Das war mal natürlich auch hier einmal richtig schön, wie wir ihn um die Ecke gebracht haben. So, leider kann man so einen Bademantel nicht anziehen. Okay, wir gehen, denke ich mal, auch raus. Was können wir hier noch so Tolles machen? Wir können noch weiter nach oben, aber unser anderes Ziel ist natürlich irgendwo anders. So, der bleibt hier stehen. Ich denke mal, der wird den Eid groß nicht mehr finden. Alter, hier noch so ein kleines Gärtchen. Richtig nice. Und da rauchen sie draußen. Alles klar. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier aus der Suite raus. Das Gute ist, wir können uns hier mit der Verkleidung relativ gut bewegen. Das ist natürlich schon mal ein bisschen unser Vorteil. So, und nun ist die Frage, wo der andere ist. Also unser zweites Ziel. Ah, well,
Und was wir da von eine gute Gelegenheit haben. Wir hätten hier zum Beispiel die Gelegenheit, die können wir uns mal vielleicht anschauen. Who's the jittery guy over there? Looks like another one of those rock stars. That's... Oh, Rockstar. Am I leaving us alone for a sec? Yep. Sorry. Ich will zuhören. Hat über den Rockstar geredet, das heißt... Sieht ja dann so ganz gut aus. Abel De Silva? He's only one of the most awesome drummers on the New York indie scene. He was in Death and Taxes and Flat Earth Society? Yeah, I like Top 40. Anyway, De Silva's filling in for the drummer in Jordan Cross's band who quit yesterday. The record label flew him in, and I took him up to the restaurant lounge. Miss Barrett, the manager, she's gonna come get him soon. Gee, I guess I should get his autograph. You don't deserve his autograph. You deserve poop in a bag. Interesting. The class's regular drummer unexpectedly quit the band, and the record label has flown in a replacement. Upcoming indie drummer Abel De Silva, who is currently waiting in the restaurant lounge. Better yet, Jordan Cross has not previously met Mr. De Silva, and the two of you do share a resemblance, 47. Okay, wir sollen also uns hier um den Drummer kümmern. Warte, habe ich es jetzt ausgeschalten? Gelegenheiten, die Drums. So, verkleiden Sie sich als Drummer Abel Da Silva. Okay, er soll mir ähnlich hier aussehen. Das heißt, er wird wohl auch eine Glatze haben, oder? Keep your head. So, darf ich da schon durch, oder? I'm sorry, I can't let any of... Sir, this was? Is a restricted oh, area. Oh, sorry. I have to move away. Thank you. No, please. That's good, sir. Keep walking. Sorry. Ich finde, hier, das finde ich auch richtig gut gemacht. Früher in den Hitmans kann es natürlich sein, man läuft falsch verkleidet irgendwo in einen Bereich rein und dann geht sofort ein Alarm los. Hier finde ich es natürlich ganz cool, dass die sagen so, hey, du kannst hier nicht rein, geh wieder raus. Finde ich natürlich ganz gut so. Das heißt, entweder brauchen wir einen anderen Weg, wie zum Beispiel da drüben, oder wir gehen nachher nochmal runter und holen uns... Ah, shit, ich kann hier gar nicht die Tür aufmachen, ich brauche eine Codekarte. Okay. Ne, hier kommt er sogar raus. Okay, auch ganz gut. Ich wollte schon sagen, oder wir gehen runter und holen uns hier die Wachmannsuniform, wie die zwei Kollegen hier einmal tragen. So, jetzt ist er hier. Dexy Barrett coming to pick me up? I don't know. I just carry the heavy stuff, man. I mean, head up to the studio yourself if you want. Okay, das Problem ist natürlich hier. Können wir schlecht den irgendwie umnieten. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, hier sieht man jetzt leider nicht reinzoomen, genau so. Hier sieht man leider nicht viel wegen wie viele Leute da sind, aber hier haben wir so einen Balkon, das heißt. Aber hier haben wir leider keinen Zugriff. Das ist leider ein bisschen blöd. Hier in den Raum rein, das war ja da. Das heißt, im Grunde genommen, bevor wir hier irgendwie mega groß rumrätseln, gehe ich nochmal kurz in den Keller. Es gibt... Oh, ist hier Hotelmanagerin oder was? Ja, ich gehe nochmal kurz runter. Vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Das ist mir jetzt aber in der Hinsicht egal. Ich laufe einmal nach draußen, außen rum und so. Und dann hole ich mir die Wachmannsuniform. So, der guckt wieder so ein bisschen. Okay. Wir können hier nach draußen laufen. Kostet jetzt halt leider ein bisschen Zeit, aber was soll's. Ich denke mal, damit kann ich mich relativ gut bewegen. Ich würde mal sagen, wenn hier die Wachmänner natürlich hier vor der Tür stehen, dann habe ich da wohl kein Problem, als Wachmann auch reinzulaufen. Wenn sie schon die Türe beschützen, werden wir natürlich da durchkommen. So, ich renne ja mal nicht. Ich laufe ja ganz normal. Kein großes Aufsehen erregen. So, einmal umziehen. Hier haben wir Hotelsicherheitsmann. Genau. Den brauchen wir. Ist ja nicht sogar irgendwie hier... Ja, kann ich gar nicht mehr aufmachen. Ne, den Kommandanten oder was das war. Der mit der einen Mütze, der ist gerade wieder weitergelaufen. Ich wollte gerade fragen, haben wir den nicht irgendwie umgenietet oder so? Hätten wir vielleicht eine noch höhere Sicherheitsstufe.
Aber wir schauen mal, ob wir es so hinbekommen. Jetzt natürlich die Frage, wenn jetzt einer da an der Türe steht und Verdacht schöpft, das ist dann halt natürlich sehr blöd. Oh, sorry. Ich glaube, angerempelt. So, hier haben wir groß keine Verdächtigen, aber ich denke halt von den Sicherheitsmännern wird es wohl ein paar geben. Oh, guck mal, da ist schon wieder einer. Der hier an der Rezeption, andauernd. Der traut irgendwie niemanden. Ich glaube, ich kann mich anziehen, wie ich will. Ich könnte wohl auch nackt rumrennen. Er würde mir nicht trauen. Ist auf die Art so, nee, das ist kein Mann. Das ist doch ganz sicher eine Frau hier. So, der ist auch gerade wieder hier drin. Komm ich rein? Kameraden! Dankeschön. Okay, jetzt sind hier natürlich auch einige. Ich denke aber mal, vielleicht wird er mal in den einen Raum hier gehen oder natürlich hier auf dem Balkon. Aber auf dem Balkon selber ist halt auch ein bisschen schwierig, gell? Untertauchen? Wieso kann ich hier irgendwie untertauchen? Kann ich ihn runter hier überwältigen? Als Mitglied der Aufnahmecrew? Okay. Ja, ich kann eigentlich nur überwältigen, gell? Aber nicht hier irgendwie runterwerfen. Ist natürlich die Frage, mit einer Münze kann ich ihn vielleicht hierher locken. Oder zumindest halt ein bisschen nach links vom Bakulon aus gesehen. Aber hier generell haben wir eigentlich gar nichts, gell? Wenn wir hier den dann in dem Raum verstecken, wird er halt offen da liegen. Objekt verbergen. Papierkorb. Kann ich hier meine... Okay. Ja, das lassen wir erstmal so. Ja, aber leider kann ich ihn hier halt nirgends groß verstecken. Das ist leider schade. So, weil hier irgendwas verstecken... Können wir gar nicht viel machen. Was haben wir hier noch? Ein Küchenmesser. Rotwein vergiften, aber wir haben kein Gift dabei. So, wann kommt denn der Kollege wieder? Der pendelt hier immer so ein bisschen hin und her, aber hier sind halt immer Leute. Das heißt, die beste Möglichkeit natürlich auf dem Balkon. Und dann werde ich halt einfach, wenn er da steht, hier eine Münze hinwerfen. Ich werde dann wohl irgendwie hier stehen. So, wir können mal hier die Münze nehmen. Und dann hoffe ich natürlich, dass der eine Wachmann hier drüben natürlich das nicht hört. Oh, jetzt könnte er halt auch mal langsam kommen. Oh, er bewegt sich wieder zu uns. Sehr gut. Es gefällt mir halt nur nicht so, dass wir in dem Raum nichts haben zum Verstecken. Die Frage ist natürlich... okay, ins Wasser werfen kann ich ihn wohl auch nicht. Wäre aber vielleicht ganz cool. Wenn ich ihn hier runterwerfe, hier sind natürlich auch ein paar Leute. Aber trotzdem relativ schön hier. Hier haben wir nochmal einen Balkon weiter oben. Oh, wo ist er jetzt schon wieder? An der Bar, glaub. Ah ja, das dauert halt leider ein bisschen. So, jetzt kommt er her. So, wir sehen es, wie er hier läuft. Und dann können wir ja schon in Richtung weitergehen. So, ich werfe mal ein bisschen weiter hier rüben hin. Oh! Ist er schon runtergeflogen und... ist jetzt runtergeflogen und irgendwas kaputt gemacht, oder wie? Hat sich so angehört, gell? Oh, von unten? Ich glaube, von unten hat fast einer was gesehen. Oder hat sich das nur so angehört? So, wir ziehen ihn hier rein. Wir wechseln hier einmal die Kleidung. Wir wissen, dass hier jetzt die Hotelsicherheitsding rumsteht. Ja, aber irgendwie so in die Pflanzen rein oder so können wir ihn auch nicht verstecken.
kann nur hier hinlegen, dann ist schon vielleicht ein bisschen. Er scheint groß gar nicht getarnt, gell? Alter Falter, jetzt haben wir das Problem, dass wir gar nicht richtig rauskommen. Aber ich kann hier durch. Treffen Sie Jordan Cross. Okay, wir schauen mal hier auf die Karte. Jordan Cross hier. Weiter oben. Zweimal nach oben. So. Hier haben wir Treppen, okay. Dann gehen wir geradeaus durch. Aber wieso haben die jetzt so Verdacht? Der ist jetzt auch über an und hier hin und her gelaufen. Ja, es kann natürlich sein, dass ich nicht ganz hundertprozentig so aussehe. Und das haben die jetzt so ein bisschen, wissen sie das natürlich schon. Und deshalb haben sie schon einen leichten Verdacht, oder wie? Guck mal, wie der sich kleidet. So Blümchen, wie so alte Oma-Style. Oh, Mr. De Silva. I'm such a big fan of the class. But listen, I can't let you through. Hey man, was? I don't make the rules here. No, I know it sucks. I'm sorry, Mr. De Silva. Hey, was there any of that you didn't understand? Okay. Das heißt, ja, ganz ruhig, Leute. Das heißt, wir müssen hier weiter rüber und können woanders hochgehen. Also wir können jetzt hier nicht durch die Suite durchlaufen, natürlich. Das heißt, wir schauen erstmal, dass wir näher rankommen irgendwie. Alter, hier komme ich auch nicht durch. Ja, auch nicht. Wo muss ich denn hin, Alter? Ich bin hier... Okay, ich bin jetzt hier in dem einen Gebäude. Es sind zwei Gebäude. Ich muss erstmal in das andere Gebäude. Das heißt, wir gehen wohl erstmal ein bisschen weiter runter. Ach, immer so ein Hin und Her. Das heißt, erstmal weiter runter. Und dann erstmal hier das Gebäude wechseln. Ah, das war hier bei der Rezeption. Kann man ja auf die andere Seite rüber. Oh, nee. Oh, da sind ja die anderen. So, genau. Und jetzt können wir hier wohl durch. Ich hoffe, die lassen mich durch hier. Genau. Jo, servus, Leute. Siehst doch, keiner weiß, wie er aussieht. Aber irgendwie grüßen die mich alle bei meinem Namen. So, wir müssen nach oben. Alter, wilde Party oder was? Was geht denn hier ab? I'll give you the short version, darling. Nobody gets in or out except for VIPs and crew. Ja, ich bin VIP und Crew, oder? Okay. So, hier haben wir Crew. Mr. De Silva, how are you? Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter. Gedacht, weil die mich so jetzt ansprechen. Was noch weiter nach oben, kann es sein? Geht doch gar nicht noch weiter nach oben. So, hier, jetzt kommt hier das Update noch, okay. Leute. Weiter nach oben. Hier geht's weiter nach oben. Ein Hammer. Nehmt noch einen Hammer mit. Keine Ahnung, von was wir den gebrauchen können. Kleine Gitarre oder so, ne. Können wir auch nicht mitnehmen. Nochmal einen Schraubendreher. Servus. Oh je. Ich hoffe, ich muss nicht vortrommeln. Ich kann doch gar nicht trommeln, Leute. Also eigentlich kann ich schon ein bisschen trommeln. Das ist Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. Okay, Leute, die chillen hier. Guck mal hier, die ganzen Sektflaschen und Bierdosen. So, kann ich jetzt mit... Hallo, servus. Treffen Sie Jordan Cross? Ja, aber ich kann nicht anreden. Do I know you? Ja, ich bin Abel De Silva. Thanks for coming out, Abe. Follow me. Okay. Oh je. Wir müssen ihn irgendwie überwältigen, bevor wir an das Schlagzeug kommen. Sonst ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht gibt es wieder so eine geile Toilette oder so. Das wäre natürlich sehr cool. Sind hier lauter Leute. Sorry, ich habe dich doch nur hier an der Schulter kurz berührt. Ich hätte auch einen Hammer. Mit dem Hammer kaputt machen. Ah, das ist mal ein fettes Mischpult. Oh je, Leute. Oh nein, das ist ja schon. Everyone, this is Abel De Silva. He's here to take over for Quentin. Drums all set up, Wes. Good to go. Cool. So,
What do you say, man? Get behind the kit, show us what you made of? Nö. Können wir nicht irgendwie chillig irgendwo abhängen? Nur wir beide? Oh je, Leute. Ich kann's doch gar nicht. Oh mein Gott. Das kann ja was werden hier. Alter! Ich gehe ab, Mann. Ich hab voll den Groove. Ich bin gerade selber von mir hier überrascht. Oh man, nicely done. Why don't you walk with me, Abe? There's something I want to show you. After you. Alter, ich bin voll abgegangen, Leute. Na, das habt ihr jetzt nicht erwartet. Okay. Das gibt's ja gar nicht. Hier voll abgegangen. Na, hat's euch gefallen, die Show? Richtig nice. Vor allem hier, Gespräch unter vier Augen. Perfekt. Okay, was will er mir sagen? Dass ich scheiße gekleidet bin, oder was? Das weiß ich auch selber. Ich wollte nur die Leute ein bisschen irritieren. Denken sich so, was ist das für ein Vogel? Und ja, BÄM! Hinter den Drums habe ich sie alle zerfetzt. Wieso verfolgen mich da zwei? Das war doch unter vier Augen. Das ist natürlich ein bisschen jetzt problematisch. Aber es kann natürlich sein, wir laufen ein bisschen weiter. Die anderen laufen woanders vielleicht hin. Oh, hier sind noch so Gärtner unterwegs. Oh, das sind doch voll die Bodyguards. Oh, der wird es vielleicht zu denen sagen, hey, lass uns mal kurz ein bisschen alleine. Genau, sehr schön. Oh, kann ich ihn runterschmeißen? Aber unten sind wohl auch Leute. Small agency. Very low profile. You wouldn't have heard of them. Old buddies from school, huh? Don't have the heart to let him go? Yeah, I thought so. Look, believe me, man. You gotta aim higher. Anyway. So I have this project coming up. Yeah? Oh, ich kann drücken! Roar! Oh, scheiße. So geht das, Leute. Auch wenn es mit ein bisschen Aufsehen war. Uiuiui, wir sind nicht so viele Wachmänner. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die anderen Wachmänner sind noch da. Okay. Wir müssen zu einem Ausgang gehen. Du. Oh, wer ist da? Wieso liegt da einer? Zu viel gesoffen oder was? Leute, ist jetzt gerade ein bisschen sehr kacke. Oh, jetzt komme ich hier nicht. Verdammt nochmal. Billardkugel! Der eine steht da richtig kacke. Leute, wo soll ich euch am besten hingehen? Wir haben hier einen Ausgang. Haben wir noch irgendwo anders einen Ausgang? Ja, an sich nicht. Was haben wir hier? Was heißt ich? Ah, so abgelegt. Ja, okay. Wir müssen eigentlich hier hin. Das heißt hier rüber zu den Treppen. So, und wo läuft der hin? Billardkugel können wir mal wegmachen. Oh, wir kommen hier rüber. Okay, wir können normal weiterlaufen. Das war nur der eine, wo ich so ein bisschen mich unter Verdacht hatte. So, noch weiter nach unten. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Und dann eigentlich raus. Aber an der Rezeption wird wieder der Mann stehen, oder? Nee, die sind alle...
Oh, da stehen sie alle und kaufen sie. Oh, wie komme ich jetzt hier raus? Am besten. Kann ich hier durch? Hey, Abel, what's up? Mr. De Silva. Was? At the moment, I can't let you through here. I'm sorry, but it's off limits. Aber nur im Moment gerade. Wieso nur im Moment? Wir müssen irgendwie anders. Oh, da drüben sind halt auch zwei, die mich verdächtigen. Oh, jetzt kommen sie wieder alle. Genug gesehen, oder? Ja, wo ist der eine, wo er mich verdächtigt hat? So, der eine zieht ihn weg. Wenn ich das machen würde, dann würde es gleich Alarm geben. So, geradeaus ist der Ausgang. Ich hoffe, die Wachmänner haben groß keinen Verdacht. I'm a Rockstar, baby. Und gleich sind wir weg. Mit einem schönen Abgang. Richtig nice, dass wir den so runterschucken konnten. Das ist mein Boot. Oh, blöde Mücke. Schnell weg hier. Tschüssi. Stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the Highmores picked up the check. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, always has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides, it's happened before. Italy, Morocco, Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips from a hidden source. Each contract perfectly legit, yet part of a grander design. See the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is, against whom?